Ei Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Feedback-Runde der Nerdcon bei mir, der Fjans. Hallo Fjans. Hallo. Die Nerdcon ist fast vorbei. Wie ist dein Feedback so unterm Strich? Mein Feedback unterm Strich. Supercon, kommt her. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr zu einem Zeitpunkt ist, wo es hier auf jeden Fall herkommen kann. Denn es hat mega viel Spaß gemacht. Es gab gutes Essen. Was für eine Rollenspielcon eigentlich so untypisch ist, es gab Betten. Ich habe zum ersten Mal angenehm geschlafen und ich habe das Gefühl gehabt, dass in meinen Träumen unsere Runden weitergingen. Das ist cool. Was hast du denn für Runden gespielt? Wechselberg und zweimal Vampire. Zweimal Vampire, gut, du bist so der WoD-Typ. Das ist cool. Und alles Spaß gemacht? Alles Spaß gemacht und auch sehr viele lustige Momente erzeugt im Spiel. Definitiv. Wärst du nächstes Jahr wieder mit dabei? Auf jeden Fall. Ich muss nur gucken, dass es auch mit der Zeit bei mir stimmt. Weil lange Anreise. So. Ja, klar. Viele hatten ja ziemlich lange Anreise, ist richtig. Okay, ist irgendwas, was du loswerden willst? Ja, kommt hierher, ihr verpasst was. Zum Beispiel Fans in Action. Ja. Okay, danke dir, Fans. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schon hin und wieder zurück. Eine Geschichte von Rede. Ja, Alter. Gute und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video der Nerdcon. Bei mir der Mann mit Hut oder auch genannt Rerion. Servus. Ja, Rerion, unterm Strich, wie fandest du den Nerdcon? Scheiße. Hab ich mir fast gedacht. Ist immer was zu meckern. Leck mich fett, ey. Nein, das war jetzt tatsächlich seit, über 10 Jahren meine erste Con, bei der ich überhaupt war. Und auch die erste Rollenspiel-Con. Also ich habe tatsächlich keinerlei Klagen. Das war alles super. Nein, ich werde nicht dafür bezahlt. Ich hatte die Gelegenheit, mit ein paar neuen Leuten noch mal zu quatschen, die mal richtig kennenzulernen, neue Systeme auszuprobieren. Die Zimmer waren echt super. Stimmung war Bombe. Eigentlich egal, ob... Ne, also so ab 9 wurde die Stimmung richtig gut, also morgens, weil vorher ist Ansprechen ja ganz böse. Und bis 2-3 Uhr hatte man überall noch irgendwo, das Spaß war. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, wer nicht dabei war. Shame on you, kommt beim nächsten Mal. Was für Runden hast du gespielt oder hast du geleitet? Nee, ich habe nicht geleitet. Was? Du hast nicht geleitet? Nein, ich habe nicht geleitet, Mischka. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich kann keine One-Shots. Es tut mir leid, ich kann es nicht. Also kannst du die großen Dinger, ist mir klar. Korrekt, ich kann nur mit großen Dingern. Da hat jemand gerade Geburtstag. Das ist echt verblüffend. Okay, kommen wir zurück zur Frage, was hast du gespielt? Ich hab gespielt als erstes Hexen 1733 beim guten D-Rex. Das war ein ganz neues System für mich. War auch ziemlich cool. Dann habe ich gespielt Engel. Das hatte ich vor zig Jahren, als es frisch rauskam, mal einen Abend gespielt und sonst auch nie wieder. Und vor allen Dingen nicht mit den Arcana-Karten. Das war auch eine ganz neue Erfahrung, weil du halt mehr erzählen musst und nicht würfelst. Und dann haben wir lange gespielt Cthulhu oder so bei dir, ne? Naja, Engel war schon episch. Ja. Cthulhu hat es dann echt in den Boden gerissen. Auf jeden Fall zweimal, einmal von Max geleitet, einmal durfte ich, das war Hammer. Und gerade Max Runde hat mich bis in meine Träume verfolgt. Typisch Max. Ja, der bleibt im Gedächtnis, ne? Der kann sich verstecken, aber er bleibt immer im Gedächtnis. Ja, also es war rundum ein absolut gelungenes Wochenende. Ich finde es halt einfach schade, dass es jetzt so schnell vorbei war letztendlich, weil... Gut, der Freitag war eh kaputt wegen Anreise und der Sonntag ist halt auch so wegen Abreise. Also da wäre noch mehr drin gewesen. Plädierst du für einen Tag mehr nächstes Jahr? Mindestens einen, ja. Du bist also für nächstes Jahr? Ich bin sowas von für ab jetzt jedes Jahr. Wenn wir sagen, wir schaffen eine Nerdcon 2020, wirst du einen One-Shot hinkriegen zu leiten? So als Goodie für die Orga? Mischka, Challenge accepted. Challenge accepted, das ist ein Wort. Und im Internet. Und im Internet. Gibt es irgendwas, was du loswerden willst? Ich liebe euch! Und wir dich alle, Rerion. Dank dir, Rerion. Bis dann, ciao. Ja. Ei Gude und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video der Nerdcon. Mit dabei die Lilio. Hallöchen. Eine Mitorganisatorin der Nerdcon. Unterm Strich, wie würdest du sagen, wie war die Nerdcon? Also ich fand auf jeden Fall, dass die Nerdcon ein sehr, sehr großer Erfolg war. Ich habe auch von allen Leuten nur positives Feedback bekommen. Ich freue mich wirklich, wie reibungslos das alles lief hier. Und wirklich, wirklich
gutes Event, finde ich, ja. Ja, definitiv. Was hast du gespielt oder was hast du geleitet? Ich habe zweimal gespielt. Einmal Turbo Fate bei Koali am Sonntagabend. Dann habe ich einmal geleitet, gestern Nachmittag Numenera. Und dann nochmal gespielt D&D bei Umbreon gestern Abend. Die Numenera-Runde war ja wohl sehr berüchtigt. Die wurde schon mehrfach erwähnt in den Videos. Oh. Das erste Mal ein Offscreen-TPK. Ich bin aufgelevelt als Spielleiter. Ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt so besser fühle oder so, aber wie das halt so ist, wenn die Spielercharaktere sich nicht entscheiden können, müssen die Bösen es halt tun. Ja, so ist es definitiv. Ohne eine Ankündigung machen zu wollen, wenn du entscheiden dürftest, wird es eine neue NerdCon 2020 geben? Auf jeden Fall. Und ich bin mir auch sicher, wir werden alles tun, um das nochmal umzusetzen, damit es das nächste Mal noch besser wird. Ich kann es jetzt verraten, das haben bis jetzt alle von der Orga gesagt. Ja, das wundert mich nicht. Ja, es gab also keine Absprachen, aber... Also es gab auch, jeder hat gesagt, es gab irgendwie keinen Streit, dass irgendwas laut war. Nee. Also ein super ruhiges, sehr chilliges Wochenende. Genau. Keine Probleme, nichts passiert. Ja, also war sehr, sehr familiär, war ein oft kurzes Wort. Auf jeden Fall, ja. Wie war für dich, sag mal, der Gehalt der Sache, die Leute, die man sonst nur online sieht, jetzt mal persönlich zu sehen? Ich fand das auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis, mal die Leute zu sehen, die man sonst nur hinter der Kamera zu sehen bekommt, wenn überhaupt. Halt auch mal so ein bisschen auf, in Anführungszeichen, Tuchfühlung gehen zu können, war schon... Finde ich, hat sehr viel Wert, ja. Ja, definitiv. Okay, ist da irgendwas, was du loswerden willst? Wenn wir das nochmal machen, ich hoffe, ihr meldet euch alle an, damit, wie gesagt, das nächste Mal einfach noch besser wird. Ja, bin ich ziemlich sicher. Also ja. Im Moment kann ich jetzt sagen, dass noch besser ist schon schwierig, aber klar kann man nochmal irgendwas verbessern, nochmal Ideen, was man mit einbringen kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Genau, und wenn wir das nochmal hier machen würden und tatsächlich die volle Location kriegen, dann... haben wir halt auch noch mal mehr Möglichkeiten, mehr Räume, die wir zur Verfügung stellen können. Der Turm ist halt wirklich eine super schöne Location gewesen. Und, wie viel waren wir jetzt dieses Jahr? 39, wenn ich mich nicht vertue. Wie viel brauchen wir, um die Location vollzumachen? 50. Also jetzt kein großer Sprung. Das ist kein großer Sprung. Was wäre denn jetzt, wenn wir nächstes Jahr 100 Anmeldungen hätten? Ich glaube... Wir haben das ja auch dieses Jahr von vornherein begrenzt gehabt, dass sich gar nicht mehr Leute anmelden können. Wenn wir aber merken, dass viel mehr Resonanz ist, werden wir natürlich auch schauen, ob wir vielleicht auch eine andere Location uns nochmal anschauen. Ja, denke ich auch. Okay, dann danke dir, Lilio. Gerne, gerne. Wir sehen uns irgendwann online wieder, denke ich. Auf jeden Fall. Okay, ciao. Ciao. Ei, Gude und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video der NerdCon bei mir, der Enigmon. Gude Enigmon. Hoi. Hoi. Unterm Strich, wie fandest du den NerdCon? Nachdem ich hier war, sehr gut. auf jeden Fall nochmal, aber dann mit weniger Wartezeit und vorher. Ich wollte mich besser organisieren. Das definitiv. Und meldet euch rechtzeitig an, denn so kann man das organisieren und wir hätten ja noch genügend Geld, um dann eine NerdCon 2 zu haben. Also, ihr wisst, was los ist. Okay, was für Runden hast du gespielt oder geleitet? Mitgespielt habe ich in der Runde Hexen, was ist das? 1733, genau. Das System erstmal kennengelernt. Das war ein ganz guter Einblick, da mal so mal reinzuschnuppern, ein neues System, das man halt nicht kennt. Mhm. Selbst geleitet habe ich Vampire 5th Edition. Kam sehr gut an. Wurde gut gelacht dabei. Ich sag nur Eichhörnchen, für die es wissen. Und am Abend dann eine Runde Shadowrun 5, die doch kürzer war, als ich dachte. Also ich kam mit erstaunlicherweise beide Male mit meiner Zeit aus. Andere sollen ja ein bisschen länger gespielt haben. Und wurden dann noch gewisse Lacher inspiriert. Wer da war, war weiß, was es war. Also kommt beim nächsten Mal, dann wisst ihr auch, worum es geht. Sehr schön. Wärst du nächstes Mal wieder mit dabei? Sofern die Finanzen es zulassen, auf jeden Fall. Ja gut, das ist natürlich immer die Frage, richtig. Ist da irgendwas, was du loswerden willst als Abschlussresümee oder irgendwas? Live long and prosper. Live long and prosper ist ein gutes Resümee. Danke dir, Enigmon. Ciao, jo. Bis zum nächsten Mal.